Moin, heute geht es mal um Diesel-Plug-in-Hybride. Genau richtig gehört, Diesel-Plug-in-Hybrid. Das kennt vielleicht jeder von euch. Liegt einfach daran, weil Mercedes ist tatsächlich der einzige Hersteller auf der ganzen Welt, der ein Diesel-Hybrid überhaupt herstellt. Und warum das so ist und für wen ein Diesel-Hybrid überhaupt notwendig ist oder vielleicht auch nicht, das werden wir heute mal im Video testen. Wir fahren jetzt aktuell mit einem Benzin-Hybriden nach Neumünster und werden dann einmal umsteigen auf ein Diesel-Hybrid. Und dann werden wir uns nachher ein bisschen die Verbrauchswerte angucken, ein bisschen vergleichen und dann nachher auch natürlich sagen, für wen denn was besser gemacht ist. Und wir sehen uns gleich in Neumünster. So, in Neumünster bei unserem Standort angekommen, haben wir jetzt natürlich unsere Werte zurückgesetzt, als wir noch in Kiel waren. Und da bin ich in Kiel elektrisch gefahren und dann auf der Autobahn mit dem Motor, so wie es sich auch eigentlich gehört, für einen Hybriden. Und wenn wir uns jetzt mal die Werte anschauen, dann sehen wir, wir haben jetzt hier 7 Liter verbraucht mit dem Motor und ungefähr 3,5 kW oder Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Ich würde sagen, das ist eigentlich ganz gut, auch für so ein großes Auto. Wir haben ja hier auch den GLC und der wiegt ja auch einiges. Aber ich bin mal gespannt, was gleich der Plug-in-Hybrid macht, wie der sich so schlägt in der Reichweite und in der Performance. Weil wir fahren jetzt nämlich genau dieselbe Strecke nochmal zurück und fahren genau gleich. Und dann werden wir mal gucken, wie sich das auf den Dieselhybrid auswirkt. Bis gleich. Bevor wir jetzt erstmal losfahren, können wir nochmal das Fahrzeug von außen betrachten. Das ist jetzt der Diesel-Plug-in-Hybrid. Und er sieht optisch eigentlich genau gleich aus. Der einzige Unterschied ist halt, dass hinten jetzt DE draufsteht und nicht mehr eben nur E. Da kommen wir auch schon zum Punkt, warum überhaupt DE, Diesel und Elektro. Wir haben eben einen Plug-in-Hybrid, bedeutet, wir haben hier einen Verbrennungsmotor im Wagen verbaut und ein Elektromotor. Und die haben eben eine gute Symbiose, weil man kann dann in der Stadt elektrisch fahren und wenn man mal weitere Strecken fahren möchte, eben mit dem Verbrennungsmotor. Und wir können es eben auch aufladen mit einem Kabel, deswegen Plug-in. Wir können eben das Kabel reinstecken und in der Wallbox stecken und eben das Fahrzeug so aufladen. Es gibt ja auch Mild-Hybride, da kann man das eben nur aufladen durch den Motor und durch die Bremswirkung des Motors. Da kann man es eben nicht einfach so aufladen. Ja, und jetzt fahren wir eben nochmal nach Kiel und testen nochmal das Fahrzeug. So, wieder angekommen in Kiel, fahren wir jetzt wieder Richtung Neumünster. Ich habe jetzt die Werte zurückgesetzt, auch wieder auf 0. Und ich fahre jetzt, oder ich versuche auf jeden Fall, möglichst gleich wieder zurückzufahren. Bedeutet, in der Stadt bin ich gerade elektrisch gefahren und jetzt fahren wir auf die Autobahn. Und ich schalte jetzt auch mal um auf den Motor. Genau. Und ja, dann werden wir uns gleich mal anschauen, wie die Werte nachher sich verändert haben zwischen dem Benziner und dem Diesel. Bin ich sehr gespannt drauf. Wenn wir schon dabei sind, gerade der Vergleich im Konfigurator, ist es eben so, dass die Werte relativ ähnlich sind von dem Diesel zu dem Benziner. Und lasst euch da nicht täuschen, der Verbrauch wird angegeben mit ungefähr 0,4 oder 0,5 Litern auf 100 Kilometer, was natürlich so getestet worden ist unter perfekten Bedingungen und mit dem E-Motor zusammen. Aber reell werden es nachher, ich schätze mal, irgendwas zwischen 6 und 7, 8 Litern sein. Das sind auf jeden Fall die realistischeren Werte. Ja, der einzige größere Unterschied zwischen dem Diesel und dem Benziner ist jetzt eigentlich der Preis. Und zwar ist es so, dass die Diesel eben teurer sind. Es liegt einfach daran, dass die Produktionskosten höher sind bei einem Diesel-Plug-in-Hybriden. Da kommen wir auch schon zu der Frage, warum gibt es eigentlich nur von Mercedes Diesel-Varianten? Ich könnte mir vorstellen, dass die Hersteller gesagt haben, also die anderen Hersteller, dass sich das nicht mehr lohnt, diese Fahrzeuge zu produzieren, weil die Kosten zu hoch sind. Und bei Mercedes ist es eben so, da wird gerade der GLC Diesel-Plug-in-Hybrid gut verkauft und generell die anderen Modelle zum Beispiel gibt es auch in der C-Klasse oder im GLE gibt es ja auch Diesel-Varianten als Plug-in-Hybrid und die werden eben gut verkauft. Damals ja auch in der E-Klasse. In der neuen E-Klasse kommt erstmal jetzt nur 2 Benzin-Varianten. Ich weiß nicht, ob es ja noch eine Diesel-Variante gibt. Aber da gab es eben auch diese Plug-in-Hybride, war natürlich auch für Geschäftskunden oder für Kunden, die oft weit gefahren sind, sehr gut durch den Dieselmotor eben. Und es liegt daran, die Produktionskosten sind eben deswegen so hoch, weil man bei dem Diesel eine größere Abgasuntersuchung machen muss als beim Benziner und deswegen sind ja auch die Grundkosten höher. Und ich denke mal, dass BMW, Audi sich irgendwann gesagt haben oder sich von vornherein gesagt haben, das lohnt sich nicht, da sind die Kosten zu hoch. Und Mercedes hat gesagt, okay, unsere Autos laufen ganz gut,
Wir bleiben dabei. Genau, und deswegen sind die Produktionskosten eben so hoch und die Kosten dafür auch teurer in der Anschaffung. Genau, wir fahren jetzt nach Neumünster und dann werden wir gleich mal schauen, wie die Werte sich verändert haben. So, wieder angekommen in Neumünster und wenn wir uns jetzt mal die Werte anschauen, dann sehen wir eindeutig, der Dieselmotor hat viel weniger verbraucht als der Benziner und sogar ein bisschen weniger Batterie verbraucht. Ich habe natürlich versucht, möglichst gleich zu fahren. Ich glaube, es ist mir relativ gut gelungen, aber da könnte ich auch ein bisschen Variation drin sein, gerade jetzt mit dem Verkehr in der Stadt. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass der Motor weniger verbraucht hat als der Benziner. Und da kommen wir jetzt auch zur Frage, für wen ist so ein Dieselhybrid eigentlich etwas? Und ich würde es immer empfehlen, wenn man eine jährliche Fahrleistung von über 15.000 Kilometer hat, dann würde ich sagen, empfiehlt sich ein Diesel, gerade wenn man in der Stadt fährt und dann mal weit rausfahren möchte, über die Autobahn oder man pendelt viel hin und her zwischen Arbeit und Zuhause. Und gerade die Batterie hat ja auch eine Reichweite von ungefähr 100 Kilometern. Also man kann auch echt weit elektrisch fahren. Aber natürlich auch Kfz-Steuer, die ist höher bei einem Diesel als beim Benziner. Und deswegen muss man da halt gucken, was besser passt für die eigenen Bedürfnisse. Und deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das was für euch wäre. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Infos haben wollt zum neuen GLC, klickt gerne aufs Video. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.